noch nicht die Sprache noch nicht anhören können, leider. Was haben wir denn Moment, die zwei so, News bei Aufnahme SpaceX? läuft Erzähl mal. wieder. News bei SpaceX. Ja, erzähl News mal. bei SpaceX. Ach so, ja, Sekunde, ich join gerade richtig erstmal wieder hier. So. Alter, wieso? Was ist denn heute los? Also irgendwas stimmt mit meinem Lenker heute nicht. Ah, hier habe ich meinen Kaffee geholt. Genau, das mache ich jetzt erst nochmal. Ich brauche einen Kaffee. Da steht Marco. Ja, genau da, wo ich. Ne, er steht ganz vorne. Ja, genau da habe ich mir auch einen Kaffee geholt. Achso, ich habe noch die So, Scheiße an. was war die Frage? Was gab's Neues bei SpaceX? Es gab zwei Neuigkeiten zu bei SpaceX, erzähl mal. So. Alter. Ja, sie brauchen keine Mishap Investigation, weil alles toll gelaufen ist beim Nice. vierten Flug. Sie werden aber wahrscheinlich eine neue Startlizenz brauchen, weil sie modifizieren ja gerade mehrere Sachen. Sie verändern ja gerade die Flaps. Dass der Schwachpunkt nicht mehr so ganz der Schwachpunkt ist. Ja, das wäre gut. Und ein neues Hitzeschild, wo quasi im Hitzeschild nochmal eine extra Schicht Hitzeschild ist, falls sich da was Clever. durchfrisst. Das ist praktisch. Okay. Und das zweite ist, sie bauen gerade das Fundament des zweiten Turms. Nice. Das ist Ich nice. glaube, die ersten beiden Eckpfeiler stehen schon, vielleicht mittlerweile sogar mehr. Die Info ist ein paar Stunden alt. Ja, das waren quasi die beiden Infos. Das sind mega coole Infos. Ich hoffe, sie können nächsten Monat schon den nächsten Start machen. Das wäre geil. Flight 6 nächsten Monat, das wäre schon echt mega. Erstmal 5. Ach ja, sorry, ich bin schon eins zu weit. Ich bin ja in der Zukunft. Ich denke einfach schon in die Zukunft. Aber wollen die das, also wollen die das jetzt, steht das immer noch im Raum, dass die wirklich jetzt den Booster auffangen wollen schon beim nächsten Mal? Oder eher noch nicht? Naja, so haben es eigentlich gesagt, also. Oh Gott. Oh, ich sehe, dass die schon in den Turm reinkriegen. Aber ey, vielleicht klappt es ja auf Anhieb. Wenn die Landung im Wasser vom Naja, Booster sah ja sehr sie schön bauen nicht aus. umsonst schon mal einen zweiten, ne? Also. Ja, toll. Oh. Naja, hoffentlich klappt's. Und da vorne müssen wir runter. Wieso schleichen die schon wieder vor mir? Naja. Ich will aber lieber zu meinen Konditionen Also ich denke mal nicht, dass der Booster das abbremsen. Problem sein wird, ehrlich gesagt. Ich sehe da eher ein anderes Problem. Oh, oh fuck. Nicht rückwärts, du Vollidiot! Vor dir ist doch gar nichts! Fahr vorwärts! Junge, ich. Fährt er erstmal rückwärts? Da ist nichts vor ihm, er fährt rückwärts. Okay, ja, erzähl. Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Mal kurz im Rage. Also der Booster hat ja eigentlich perfekt die Wasserladung hinbekommen. Ich sehe eher das Problem bei den Chopsticks, dass die nicht schnell genug schließen. Ja, das könnte lustig werden. Aber sie haben es ja mitgetestet gehabt letztens. Ja, und das sah nicht Anscheinend. optimal aus. Ich verstehe nur Weltraumbahnhof. Weltraumbahnhof. Oh, Weltraumbahnhöfe sind toll. Ja. Ich fand es cool, dass sie es schon mal mitgetestet haben, so nach dem Motto, einfach mal schließen, während er landet, wie aussehen, wie es halt klappen würde. Junge! Oh Gott, die KI macht mir richtig katastrophale Scheiße hier vorne. Ich fahre einfach ganz schnell vorbei. Ja, besser ist. Unfallursache. Ich habe nichts verursacht. Du hast es verursacht. Nein. Doch. Du weißt mir das Gegenteil. Die KI hat es gesagt. Die KI spinnt. Okay, das ist wahr. La 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 la. Wir fahren nach Norwegen. Und Bex, hast du Los. eine Wette gewonnen? Ach stimmt, Bex. Hast du jetzt gewonnen? Jetzt will ich es auch wissen, also, ne? Wenn man die Hast schon. du gewettet, dass Deutschland gewinnt oder wie ist das jetzt?
Und wenn ja, habt ihr wenigstens um Geld gewettet? Oder um irgendwas Brauchbares? Wahrscheinlich geht es um Kastenbier oder so. Ist ja schon. Wahrscheinlich. Ja, kann man ja gebrauchen. Bremst doch nicht, Alter. Ich wusste, dass du rausziehst. Hast du gewusst, ja? Ja. Ich wollte nicht vor dem Truck hier rumgondeln. War mir zu risky. Jetzt fährt natürlich auch rüber. Wo sie hinwollen. Alter, was ist in meinem Lenkrad mit schief? Irgendwas hat's, Leute. Die sind noch im Platz, das finde ich super. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Ah, oh, die Sonne. Die Sonne. Hier kommt. Bist du nicht gewohnt als Twitch-Star, oder? Bitte was? Schon gut. Was hast du gesagt, Flop? Nix. Was hast du gesagt, Flop? Gar nichts. Was hast du gesagt? Ich hab nichts gesagt. Twitch war's. Irgendwas mit Twitch habe ich auch gehört, aber ich weiß nicht was. Bist du gar nicht mehr gewohnt als Twitch-Star? Aufliegerschaden 6%. Was willst du? Das war doch gesoffen, oder? Die Woche ist dir zum Kopf gestiegen. Ich würde gern Baileys saufen, aber es ist im Kühlschrank. Baileys? Dann hol dir den Baileys. Halt dich kurz an, den Baileys. Dann hol ihn dir doch. Ich kann nicht anhalten, ich fahre gerade. Ich kann dich mit auf der Autobahn. Dann musst du anhalten. Dann musst du anhalten. Marco, ich glaube, wir müssen mal ganz kurz hier die Autobahn dicht machen, dass er anhalten muss, dass ich ein Baileys holen kann. Hier ist alles dicht! Alter, was ist das denn? Oder so? Hallo. Oh, wow! Doch, keine Entschuldigung, Ahnung, weiß nicht. Im Zweifel war es Marco. Hey, was ist das denn? Bitte. Danke. Fanny? Ja. Also, ich fahr mal 30, ne? Was wolltest du gerade sagen? Nix, absolut nix. Ja, Frau, oh, Alter. Du hast schon viel gesagt, du. Was hab ich denn gesagt? Du nichts, eine Menge. Oh, Alter, mein Lenkrad. Holy shit. Das kann gleich ganz böse Unfall geben. Oh. Junge! Fahren links, rechts, entscheide dich doch! Ich muss kurz tanken fahren. Ich hab Angst. Der LKW vorne macht links, rechts. Ich hab ein Angst vor. Egal, komm, ich zahle durch. Zieh durch, gönn dir. Hau weg. Ja klar. Der steht gleich quer. Stehen bloß in den Blitz vorbeiziehen. Naja, Blitz. Wo steckst du denn gerade? 98 km/h. 1,59 auf einer Autobahn. Mach Sachen, ist nicht dein Ernst. Du traust dir was auf einer Autobahn? Das ist schon riskant, ne? Da stehst du. Das ist risky. 3. Ah, Blub ist direkt hinter mir. Okay. Sobald die Marco vorne ist, ist Blub hinter mir. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Nöt. Aus dem Weg. Nöt. Jau, der Kleine. Der Kleine gibt aber Gas. Ich finde schön, dass hier Pfeile in der Richtung sind, dass man genau weiß, in welche Richtung du hier fahren musst auf der rechten Seite. Ja. Finde ich gut. Das ist doch wunderbar. Ich glaube, wenn jemand falsch rumfährt, würde er schon sehr viel eher merken, dass er falsch rumfährt. Du, da bin ich mir manchmal auch nicht so sicher, ne? Also, wenn die Autos entgegenkommen auf einer Autobahn, ja, dann. Ja, aber die Leute denken ja dann ernsthaft, wieso sind hier so viele Falschfahrer? Weil ich fahre ja richtig. Dein Ernst? Ja, das ist eher. Was glaubst du, wieso manche Länder solche Absperrungen haben, dass da quasi wie so Spikes hochkommen, dass die Leute aufgehalten werden? What the fuck? Hab ich auch die Leute sind halt so. Hier geht es ab. Hier geht's ab, das ist jetzt ein Gebäude, ich bin ganz links. Und hier ist viel gewisse los. Leute checken das einfach nicht und denken, hä, hey, what the fuck, wieso sind hier so viele Falschfahrer, was ist jetzt los? Ich ordne mich hier mal mit ein. Und da manche Länder echt schon so Barrikaden, die dann halt hochgehen, damit derjenige gar nicht erst draufkommt. Ist Mann, für die Leute, die abfahren Mann, wollen, auch scheiße, aber... Junge, warum fährst du so langsam? Jetzt, ey! What the fuck, der bremst mich aus.
Wow, hey, Alter! Der hat mich gerade sowas von ausgebremst, absichtlich? Aber nichts war. Ach, halt rein, schmeiß ihn um. Vielleicht muss der gerade ein Prime-Abo da lassen oder so, ich weiß nicht. Das, was ist mit ihm hier? Wieder rüber? Junge, holy shit. Prime-Abo da lassen. Was ist los mit dir, Club, heute? Was ist los? Wie kommst du darauf heute? Das ist eine technische Möglichkeit, ja. Wieso? Es ging nicht um das Prinzip, was das ist, sondern warum du heute so bist. Warum heute? Immer. Heute ist doch schlimmer. Oh, Einkommen. 10.270 von Jordan A. Jordan Armstrong ist der Bruder von Neil Armstrong. Lass mich überholen, Junge. Lass mich. Alte Eltern. Jo. Lass mich überholen. Lass mich überholen. Hier wird's eng. Oh Gott, Alter. Wieso ruckelt das bei hohen Geschwindigkeiten so? Einspurig. Ist das durch den. Ist das durch den Hänger hinten oder was? Einspurig durch Baustelle oder weswegen? Generell. Oh, Scheiße. Okay, das ist nicht so gut. Dann roll ich mal lieber. Hier wird's auch wieder ein bisschen reinkommen. 14.000. Alter, was ist da das? Ach, komm, ja, braucht man zu lange. Wiedersehen, Suckers. Seid ihr? Ja, du wirst es gleich sehen. Oh ja, ich sehe es schon da vorne. Alles klar. Reißverschlussverfahren. Das gibt's hier nicht, ich habe Vorrang. Also lässt sie natürlich rein, ne? Ja, natürlich lässt sie den rein. Ja, kann ich nicht. Die lassen die alle rein hier. Ja, ja. Junge, deswegen musst du aber nicht auf 30 runterbremsen. Guck mal, was der Sprit kostet. Ich hab zwar schon getankt, ist mir egal, aber ich guck mal, was der Sprit kostet. Vielleicht ärgere ich mich ja dann. Interessant. 1,59. Ein Grund zum Weit. Okay. 1,59. Ach, also, damals in Turkmenistan. Ich habe für 1,57 getankt. Ha! Ja, auch in Turkmenistan. Das Glück waren Zeit 7 Cent. Hm. Da waren die Spritpreise noch in Ordnung. War noch alles in Ordnung. Hey, du kachelst. Ist der mir jetzt reingekachelt? Der... Du hässlicher Bastard. Ich dreh gleich um. Ich hol dich aus dem Scheiß-Truck, du. Jetzt geht's rund. Marco eskaliert. Jetzt fliegen die Fetzen. Bei der Tanke, da steht jetzt wahrscheinlich einer. Ich weiß nicht, wie lange. Ich hoffe, nicht allzu lange. Aber naja, da ist ein Bus. Ich überhole immer den, Typen auf der linken Spur. Boah, Schrittgeschwindigkeit. Yay. Oh, da kommt ein Auto. Ich muss jetzt rechts rüber. Ah! Ich glaube, der LKW war nicht mehr da. Nee, war nicht mehr da. Oh, Gott sei Dank. Das war schon ein bisschen risky. Bleibe stehen. Ich habe Vorfahrt. Habe es so beschlossen. Ich habe so beschlossen, ich habe Vorfahrt. War nicht schlecht. Ja. Scheiß auf die Verkehrsregeln. Oh, ja, ich habe Vorfahrt. Scheiß drauf, egal, ich fahre jetzt rüber. Die Regeln sind dazu da, um gebrochen zu werden. Genau wie Knochen. Was? Ja, nee. Ja, ist gut. Interessantes Konzept. Da vorne kommt übrigens die nächste Grenze. Ein. Ich müsste mal die Serie weiter gucken. Wo wir gerade bei Knochenbrechen fallen dir, welche Serien fallen dir bei Knochenbrechen ein? Ich wollte demnächst Reacher Staffel 2 gucken. Ich bin aber immer noch bei Last of Us Staffel 1 und wollte eigentlich auch noch Fallout Staffel 1 gucken. Aber ich komme ja zu nichts. Fallout ist mega. Fallout ist richtig gut. Ich komme ja zu nichts. Ich hab hier die Zeit für irgendwas. Die Fallout-Serie ist richtig geil. Wow. Also Reacher ist aber auch nice. Macht richtig Bock. Ich hab bloß Staffel 1 geguckt, aber... Ja, die kenne ich nicht, Prime. Da kann ich nicht mitreden. Ja, das ist so. Aber bei Fallout ist geil, da machst du nichts falsch. Fallout war schon nice. Aber Marco, Prime is not a crime. Das kam akustisch nicht rüber. Okay. Ist okay, war auch nicht so wichtig. Okay. Warum steht da jetzt hier? Ist eine Kurve, da gibt es keine Kreuzung und nichts. Der steht hier einfach bloß. Wahrscheinlich damit ich hier abbremse. Du hast einen Schleicher vor dir, darum ist hier gerade so langsam alles.
das erklärt einiges, weil ich sehe dich schon wieder, ich bin wieder hinter dir. Ja, ja. Durch ja. uns ist aber echt viel los. Da war nichts. Wahrscheinlich hatte darauf gewartet, dass eine Schnecke die Straße passiert. Anders kann ich es mir nicht erklären. Wir haben echt viele Autos zwischen uns. Das war. Bist du mir aufgefahren? Nein. Ich bin nee, da ist ein Bus hinter dir. Ich meine den Bus. Ach so. Ja, hinter dir ist ein Bus, der ist dir vielleicht aufgefahren. Nee, das kann nicht sein. Nee, da war genug Abstand. Wo ist es? Gib doch es mal ist Gas, grün. Junge! Grüner wird's nicht! Gib ja. Gas, ich will auch mit. Ist es gelb? Scheiße. Dann komme ich bei der nächsten Grünphase komme ich wahrscheinlich nicht mit durch. Aber ich fahre einfach durch, wenn es gelb ist, ich fahre durch. Wo ist denn Blub? Wenn es rot ist. Nein, das machen wir nicht. Du bist ein Vorbild. Vorbildfunktion. Ich kann immer noch ein schlechtes Vorbild dienen. Oh, es war rot. Ich habe es auch nicht mehr gesehen. Es war noch gelb und dann. Du hast es nicht mehr gesehen. Woher weißt du dann, dass es rot war? Die Ampel ist aus meinem Sichtfeld verschwunden und dann habe ich ja einen Strafzettel kassiert. Ah, ja. Deswegen hast du es gesehen, dass es rot war. Also. Ich fahr noch durch. Ich habe nur gelb. Ist gelb. Naja. Es ist nur gelb. Fahre durch. Stopp. Kaschau. Kaschau. Schwesterstadt von Kazan. Das ist übrigens, Kaschau ist der Soundeffekt, wenn du durch eine Ortschaft fährst. Mit okay, das ist gelb. Ich hab gelb. Das war ist gelb. Rot, da vorne sind ein paar LKW. Also ich war, Mensch, diese scheiß A-Säule. Die Ampel nicht. Mach die Augen auf, dann siehst du die Ampel auch. Bluff, wo bist du denn gerade? Ah, da bist du. Ich stehe an der Ampel. Was ist mein Ernst oder anderer Ernst? Das wird nicht besser. Nee. Was ob wenn der Ernst die Treppe hochkommt, da? Ne? Ich fahre mal ein Stück vor, dann ist, wenn ich an den Seitenspiegeln vorbeigucken irgendwie oder so. Ja, da sieht man das ja. Oh, ein bisschen A-Säule im Spiegel, so diesen kleinen Spalt. Geil. Okay, jetzt gibt man Gas. Gas! Komm, Gas, schon mit durch. Komm schon! Nein, du bleibst stehen. Nein! Bleib stehen. Ich bleib sowas von stehen. ja, weil der Bus vor mir anhält. Bei ja. Gelb hält der an. Bei danke, Gelb. Bus, danke. Ja, so wie es eigentlich normale Menschen machen, aber naja. Also bei der Fußgängerampel, wo ich jeden Morgen drüber gehe, da, also bei Rot fährt da auch teilweise noch mal jemand drüber. Also ist, Das ist natürlich ungeil. Oh, Leute, ist denn hier los? Denken sich die Schulkinder auch manchmal. Nö. Vor allem, wenn sie Freifahrtschein bekommen oder wie? Bitte jetzt nichts stehen lassen, komm. Ey! Na gut, jetzt habt ihr irgendwie ein Auto. Ein Auto. Nein, wieder schon höher. Ich hab's nicht gerammt. Auto. Ich habe es nicht gerammt. Du hast es nur touchiert. Was ist jetzt hier drüben los? Ich habe. Oh Gott. Ich ahne Schlimmes. Ich habe es nicht mal berührt, sagen wir so. Du hast ein Cabrio erschaffen. Ja. Wow. Ein Cabrio. So, wie denn, wenn ich es nicht grün. Mal berührt habe. Bin on the way. Mal gucken, was hier vorne abgeht. Oh, ja, da ist es wieder. Das Cabrio. Das Cabrio ist wieder da. Also lebt's noch? Das oh, zukünftige, ja. E-Type Hybrid. Das ist jetzt ein Dreirad. Ja. Oh, wieder eine Ampel. Oh Gott. So kann ich Marco doch nicht einholen. Leute, was ist mit euch? Grün. Grün. Oh. Okay, das geht doch. Ich hol den ein. Pole Position. Was? Pole Position? Ja. Oh Gott, ja, 105 km. Okay, ich hol dich. Markus sollte mal so ein Formel 1-Spiel spielen, finde ich. Ja. Oh, wir müssen. Aber mit echtem Schaden.
Wisst ihr, was noch cool war, wo wir Need for Speed Heat alle zusammen gefahren haben? Oh, das war noch geil. Das hat Bock gemacht. Auf jeden Fall. Da waren wir. Das hat Bock gemacht. Ja. Hast du Anbau eigentlich gezockt? Ich habe es angefangen, fand das aber überhaupt nicht geil. Da war ich raus. Ich weiß nicht, das war. Anbauen ist gar nicht meins. Die Grafik, das war irgendwie alles weird. Weiß auch nicht. Ich hab's. Ich hoffe, das ist irgendwie gestartet, so Mai 23. Ja. Da hatte ich aber noch den alten PC, da ging es halt nicht drauf. Da war das Hauptprobleme. Alles okay und dann in das Spiel starten wird sich gut. Na, okay. Ich hoffe ja, dass das bald ein neuer Teil kommt. Ich hoffe, dass er wieder so ein bisschen dark ist wie Heat. Heat war cool. Ja. Dann könnte man wieder mal alle zusammen irgendwann mal vielleicht ein neues Autorennen zusammenfahren. Ja. Das wäre auch geil. Genau. Nachts uns mit der Polizei rumschlagen, tagsüber. Haben wir ja noch alle. Wäre irgendwann mal. Wäre schon mal irgendwie funny. Ich glaube, meinen Spielstand habe ich nicht mehr. Das ist ein blöder, aber. Wieso hast du deinen Spielstand nicht mehr? Der war, glaube ich, nur auf dem alten PC gespeichert, den ich ja. Aber mit Glück ist es aber in der Cloud. Mit Glück hast du den noch. Eventuell. Ich erinnere mich noch an das eine Rennen, was wir gefahren haben. Da war Dark Omen mit dabei. Ja. Da bist du mit diesem kleinen Mini-Ding an uns vorbeigebrettert, quer durch den Wald, hast die Bäume weggesäbelt. Ja, mit dem Käfer. Und bist dann über die Klippe, weil du die andere Kurve nicht gekriegt hast. Das weiß ich noch, das war so gut. Das war so witzig. Ja. Ich konnte vor Heulen, vor Lachen einfach nicht mehr lenken, weil ich nichts mehr gesehen habe. Das war so geil. Ja. Ja, also sowas können wir irgendwann mal wieder mal Angriff nehmen. Das wäre auch nice. Immer so just for the Lulz. Setzen wir uns irgendein Ziel, da fahren wir dann hin. Bis dahin müssen wir kommen oder so. Als Gruppe. Ja. Illegalen Straßenrennen. Was habt ihr hier gemacht? Ich habe nichts gemacht. Was? Also hier steht die komplette Autobahn. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts weggetackelt oder so. Marco ist vor mir. Von meiner Seite aus nichts mehr, sag mal. Nein. Das ist schon zu lange her, als ich da war. Ja. Ich bin auch nicht mehr, schon lange nicht mehr auf der Autobahn. Ja. Wir sind wieder auf Landstraßen gerade schon. Ja. Wir waren es nicht, das ist die KI, was da gerade abgeht. Die KI nicht immer die Schuld bei uns zu suchen, Block. Wir sind nicht immer schuld. Ja, die Trefferquote ist aber schon aber recht hoch. Ne? Also ja, es gibt ein gewisses Muster, schon klar, aber es ist nicht immer. Wir schrubben die Kilometer aber ganz schön runter gerade, ne? Schon bei 3,2. Bei 3,2,4,7. Aber es geht gut, also. Ich könnte mal Kaffee gebrauchen. Ja, ein Kaffee geht auch bald mal wieder. Wir sind an der slowakischen-polnischen Grenze, also ich zumindest jetzt. Oder? Ja, ich bin direkt hinter dir, ich bin auch gleich da. Wir könnten nochmal Club gucken wegen den Skins, die anscheinend nicht laden hier drinnen. Es gibt ja hier diese komischen Musterhänger mit dem Pink-Weiß, die nicht laden. Vielleicht finden wir da auch irgendwie was für. Das ist EAA. Ah, okay. Vielleicht würden sich diese Grafikfehler auch ein bisschen beheben, wobei ich das nicht glaube, wenn wir das West-Balkan-DLC hätten. Auf dir, Schatz, 5% am Arsch! Und wir dann cool, diesen Westbalkan-Fix nicht mehr brauchen würden. Ah. Ja gut, müssen wir gucken, wenn es denn so ist. Ich weiß noch nicht, ich guck mal, was möglich ist für mich beim Summer Sales. Weil auch sowas wie GTFO wäre auch alles cool, aber ich bin mir nicht sicher, ob es geht momentan. Wie meinst du das mit GTFO? Geldtechnisch, wegen Holen und so, weiß ich nicht, ob ich das kann. Das meine ich. Müssen wir dann gucken, wenn es dann soweit ist. Dann nicht Spendenaufruf. Was? Ah, geil. Ah, was war das? Achso, der Bürgersteig. Ja, die Räder werden es verdanken. Die greifen auf jeden Fall. Oh, ich höre Kirchenglocken. Wie schön.
Oh, blub, das ist die Stadt, wo wir mal durchgefahren sind, wo wir das so cool fanden, dass die Autos so teilweise einfach auf der Straße stehen hier und da. Oder das so ein bisschen kleiner. Eine polnische Stadt, oder? Ja, ja, das ist die hier. Wir fahren wieder durch. Die ist sehr cool gerade. Ich fahre hier gerade schon durch. Die ist sehr cool gemacht, die Stadt, muss ich sagen. Wow, Event! Au, oh, fuck! Komm, zieh! Wow, das ist ein neues Event, oder? Ja, ich glaube am Bürgersteig. Ja, ich bin auch kurz ein bisschen eingeblieben, ja. Yo, hier sind Asphaltarbeit, das könnte ein neues Event sein. Okay, ja. Cool. Die waren bei uns noch nicht da, da haben wir gerade angefangen zu arbeiten anscheinend. Aber die haben halt nur so eine halbe Spur abgesperrt. Auch so mit richtigen Fahrzeugen, also ich glaube, das war neu. Okay, cool. Bist du von der Autobahn schon runter? Ja. Okay. Ah, la. Ich sehe immer noch deinen Namen, Marco, so ganz dezent. Am Rand des Navis. Weht durch, Daniel, ich muss jetzt gleich. Los! Los jetzt! Hallo? Ich bin ganz knapp hinter dir. Fast habe ich dich. Aber nur fast. Musst du aufpassen. Bin gleich da, ich sehe dich schon. Jetzt sehe ich nur deinen kompletten Namen. Also jetzt hast du schon wieder rot. Oh Scheiße, hier ist schon wieder. Nun. Oh Gott, hier ist eine Megaschlange. Ah, lalalala. Nee. Ich glaube, bei mir steht hier was quer. Marco, warum steht hier was quer? Wo steht was quer? Ich weiß nicht. Nee, er hat uns dann gefixt, der Typ. Ach. Er steht nicht mehr quer, aber er stand kurz quer. Das ist nicht mein Problem. Wolltest du Problem sagen? Das ist sowieso nicht mehr, aber es war auch nicht meine Ursache, also mein. Ah, weiß ich nicht. Oh, hier ist eine Ampel. Bitte komm, gib grün. Hey, Wahnsinn. Nein, es ist rot, aber ich lasse mich ranrollen. Ich mach das ganz gut. Wenn die Kanone von diesem Boot abgefeuert werden, dann überlebt nicht viel. Nein. Sagen wir mal so. Komm schon, mach grün. Wir machen Hubkonzert. Cooles deutsches Hubkonzert. Los. Nee. Dann machen wir grün. Nee. Oh, Cola dran. Komm schon. Jawohl, grün. Gib Gasbus. Ich will damit rüber über die Grüne. Bus. Sollen wir auf den. Ja, können wir machen. Ich hab die nächste Tankstelle. Oh nein. Ich hab Pink Fluffy Unicorns im Ohr. Hilfe! Wieso das denn? Pink Fluffy Unicorns im Ohr. Weil Dark wieder reingekarrt hat. Sag mal, ich bin 56.000, NNF. Lebt am Traum? Nee, er macht gerade Dancing on Rainbows. Die Pink Fluffy Unicorns tanzen gerade. Okay, geil. Komm schon! Woo! Scheiße! Boah! Alter! Dancing on Rainbows. Pink Fluffy Unicorns, Dancing on the Rainbows. Yay! Ah, das Dorf hier, Kirchen, Glockel. Ja, wahrscheinlich ist es zu leise gerade. Der Rest ist, glaube ich, zu laut. Dann haben wir noch die andere Musik im Hintergrund. Oh Gott! Junge! Warum hältst du an? Och, KIs. Ich bin sehr leise. Ja, wahrscheinlich ist ETS zu laut. Dafür. Das ist möglich. Das habe ich darauf nicht abgestimmt. Oh shit! Aber oh. Ich kann dich beruhigen, Dark. Ich höre sie. Kein Schaden, nichts passiert. Das Boot ist ganz. Dancing on Rainbows. Oh Gott, ich fahre ein bisschen sehr an der Leitplanke, das ist ungeil. Ich suche mir aber gleich irgendwann, glaube ich, eine Rast erstmal hier. Naja, ich habe gerne gefunden. Nachti, Dark. Nachti. Schlaf schön, träum was Schönes. Gut. So. Hier vorne ist ein Rastplatz. Da erstmal einen Cut machen? Das kann man machen. Ich weiß nicht, wer Blub das gerade sagte.
Ich würde es gleich jedenfalls machen. Okay. Oh, ich park direkt hinter dir, Marco. Okay. Alter! Boah! Noch einen Kaffee holen und speichern. Dankeschön, Dark. Es sind diese Mini-Baustellen auch von diesem Event, oder? Alter! Ich kann mal gucken, wo Club ist. Ah, da unten ist er. Guck mal, die drei Ampeln. Wie sieht's denn jetzt aus? Wo sind wir denn? Wir sind kurz vor Lublin. Lublin. Dann fahren wir quasi einmal quer da hoch. 4,4 Millionen, okay. Kurz Weißrussland rein, ja. Dann rauf zu. Hä? Ach, hier hoch. Ich glaube, da schäme ich da drüben mit Spät oder so, keine Ahnung. Riga bis nach Tallinn, dann Helsinki rüber, dann weiter nach oben, nach Norden. Was? Immer weiter, immer weiter. Lettland, Estland und dann. Dann darüber. Finnland. Dann Finnland. Finnland bis hoch und dann links rüber. Ja. Norwegen wird nur bloß nicht mal gestreift und dann sind wir in Schweden. Ja. Hä? Okay. Ja. Nee, also ganz, ganz oben ist Norwegen. Schweden sind wir nicht. Andersrum. Achso, ja, ja. Ich bin da nicht ganz so. Alles gut, ich glaube. Ja, fahrt hier ruhig doch an mir vorbei. Ja, ist ja, alles ja, gut, richtig. Gar kein Problem. Wo stehst du, ne? Ich stehe einfach irgendwo mitten am Straßenrand. Ah, okay. Was? Das geht.